Kollege Dr. Stefan Harbart das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir befassen uns heute wieder einmal im Hohen Haus mit der Frage einer Europa-GmbH. Wir haben in Europa die Situation, wir haben eine supranationale Rechtsform für die großen Gesellschaften, wir haben die Europäische Aktiengesellschaft, aber wir haben kein Pendant für die kleineren Kapitalgesellschaften. Die Notwendigkeit dazu haben wir gleichwohl. GmbHs oder ähnliche Rechtsformen in anderen Ländern sind gerade die typischen Rechtsformen, auf die mittelständische Unternehmen im europäischen Binnenmarkt zurückgreifen. Und es ist für Sie ein großes Problem, wenn Sie in 28 Mitgliedstaaten 28 verschiedene Rechtsformen mit 28 verschiedenen Rechtsvorschriften, mit 28 verschiedenen Rechtsregimen und mit all deren Fallstricken haben. Und deshalb liegt es gerade im Interesse Deutschlands, dass wir beim Projekt der Europa GmbH voranschreiten. Warum? Deshalb liegt es in unserem Interesse, weil wir ein besonders exportorientiertes Land sind, weil wir ein Land sind mit einer besonders mittelständisch geprägten Wirtschaftsstruktur und weil wir deshalb in ganz besonderer Weise auf die entsprechende Rechtsform angewiesen sind. Wir sind deshalb auch froh, dass die Europäische Kommission über Jahre hinweg eine konsequente Strategie zur Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen gefahren hat. Wir haben deshalb auch in der Koalitionsvereinbarung wieder ein Bekenntnis niedergelegt für die Europa GmbH. Wenn die Kollegen von der Linksfraktion jetzt vortragen, man hätte eine Subsidiaritätsrüge erklären sollen und sie hätten jetzt hier noch nicht erkannt, worin der Sinn besteht, dann geht es einfach an der Wirklichkeit vorbei. Es ist doch völlig klar, dass die Europäische Union befugt ist, wenn es 28 verschiedene Rechtsordnungen im Bereich des Wirtschaftsverkehrs gibt, das im Bereich des Gesellschaftsrechts genauso mit einer oder genauso zu vereinheitlichen, zu harmonisieren, wie sie das beispielsweise im Bereich der Europäischen Aktiengesellschaft und an anderer Stelle getan hat. Uns geht es, und Herr Kollege Peterle, wenn Sie den Sinn nicht verstanden haben, kann ich es Ihnen gerne erklären, uns geht es darum, dass wir hier aus dem Deutschen Bundestag ein kraftvolles Signal aussenden gegen die SUP und zugleich ein kraftvolles Signal aussenden für die SPE. Wir sind überzeugt, dass das Modell der SPE, der Europäischen Privatgesellschaft, schon deshalb dem Vorschlag der Kommission für eine SUP überlegen ist, weil die SUP auf Einpersonengesellschaften fokussiert ist. Sie gilt nur für diejenigen Unternehmen, die zu 100% an einer Gesellschaft beteiligt sind. Was wir brauchen, ist eine flexible Rechtsform, die der Vielgestaltigkeit des Wirtschaftslebens Rechnung trägt. Wir brauchen auch eine Rechtsform auf europäischer Ebene, die zum Beispiel für Joint Ventures, für grenzüberschreitende Gemeinschaftsunternehmen eingesetzt werden kann. Dazu eignet sich die SUP nicht, die SPE hingegen schon. Die SUP hat darüber hinaus eine ganze Reihe von handwerklichen Schwächen. Das gilt insbesondere im Bereich der Gründung, im Bereich der Online-Gründung, wenngleich die Kommission in den letzten Wochen signalisiert hat, dass sie da möglicherweise etwas stärker auf den Pfad der Vernunft zurückkehren wird, als sie das zunächst mal hat erkennen lassen. Es sind darüber hinaus große Schwächen im Bereich des Mitbestimmungsrechts. Das ist in der Debatte bereits angeklungen. Wir wollen nicht, dass hier mitbestimmungsfreie Rechtsformen geschaffen werden. Wir wollen, dass vernünftige Mitbestimmungsregeln Anwendung finden. Und das haben wir jetzt auch im Vorschlag hier entsprechend niedergelegt. Wir schließen die Sitzaufspaltung aus. Wir haben damit die gleiche Situation etwa wie bei der Europäischen Aktiengesellschaft, wo das ohnehin schon ausgeschlossen ist. Wir haben darüber hinaus sogar geregelt, und das ist ein besonderes Entgegenkommen auch an die Bedenken der Gewerkschaften. Wir haben geregelt, dass die Mitbestimmung, anders als das im nationalen Recht aus guten Gründen der Fall ist, hier bereits bei 250 Arbeitnehmern eingreifen könnte. Wir meinen, dass wir nachdem Deutschland, ich sage das aus Sicht der Rechtspolitiker der Unionsfraktion sehr kritisch, nachdem Deutschland, obwohl wir in besonderer Weise auf diese Rechtsform angewiesen sind, in den vergangenen Jahren viel zu lange auf dem Bremspedal gestanden sind, dass wir nun endlich ein kraftvolles Signal noch einmal aus Deutschland senden nach Europa. Wir wollen
die europäische Privatgesellschaft. Wir sind auch bereit, vernünftige Kompromisse auf europäischer Ebene zu schließen. Die SUP ist ein solcher vernünftiger Kompromiss allerdings nicht. Und deshalb bedarf es der Ablehnung. Und das ist, Herr Kollege Peterle, damit Sie es auch mitbekommen, der Sinn des heutigen Antrags. Ich möchte allen noch einmal sehr herzlich danken, die sich daran beteiligt haben. In meiner eigenen Fraktion danke ich den Rechtspolitikern, unserer Sprecherin Elisabeth Winkelmeier-Becker, aber insbesondere auch dem Kollegen Hirte. Ich danke den Kollegen aus den anderen betroffenen AGs. Ich danke den Kollegen aus der sozialdemokratischen Fraktion, dem Ministerium. Und ich möchte mich auch bei den Grünen dafür bedanken, dass sie im Rechtsausschuss zugestimmt haben, obwohl es in den vergangenen Tagen leider nicht möglich war, weil wir einen ganz, ganz intensiven und schwierigen, komplexen Abstimmungsprozess hatten, Sie ebenfalls hier ins Antragsrubrum reinzunehmen. Ich möchte mich bedanken dafür, dass Sie trotzdem im Rechtsausschuss zugestimmt haben. Das ist, glaube ich, ein gutes Signal, wenn wir einen breiten Konsens hier im Parlament haben und dann in Europa mit lauter Stimme gehört werden. Vielen Dank. Kollege Habert, ich wollte niemand um seinen Dank bringen, bitte aber in Zukunft auch Dankesworte in der regulären Redezeit unterzubringen. Das Wort hat die